Internetanschluss und eine Zahlungsabwicklung, mehr braucht es nicht, um viele, viele Dienstleistungen zu bringen, die halt insgesamt für die ganze Welt Wertschöpfung erhöhen könnten. Also das Wohlstandsniveau der ganzen Welt könnte mit diesen zwei, nur diesen zwei Dingen einfach enorm verbessert werden. Ich freue mich ganz herzlich begrüßen zu dürfen Diego Fasnacht. Hallo Diego. Hi Nico, freut mich bei dir zu sein. Du bist dankenswerterweise aus Deutschland ausgewandert und bist jetzt in Albanien und das nur damit wir besseres Internet haben. Ja, so ungefähr. Tatsächlich bin ich nicht nach Albanien ausgewandert, sondern nach Panama, aber bin jetzt gerade hier im, ja, wie bezeichnet man das? Nicht Urlaub, bin ich auch am Arbeiten, also zumindest auf Auslandsaufenthalt. Du machst da was Ähnliches wie ich. Du bist selbstständig als Analyst, als Finanzberater, machst einen Podcast, fundamental analysiert. Überhaupt, das ist quasi deine Marke, mit der du auftrittst. Auf Twitter bist du uns allen schon aufgefallen, mit deinen Analysen. Ja, erzähl mal ein bisschen. Wer bist du denn eigentlich, Diego? Ja, ich habe Volkswirtschaft studiert in Deutschland, in Bonn und in Köln und habe danach so ja, eher eine klassische Karriere begonnen nach dem Ende des Studiums und habe bei Deloitte in der internationalen Steuerberatung angefangen zu arbeiten im Bereich, der so zwischen Steuern und Volkswirtschaft dazwischen liegt und bin dann Schritt für Schritt immer mehr. Naja, über die Volkswirtschaft hatte ich es eh schon in dem Bereich der Finanzen. Ja, habe ich rüber gemacht, habe das CFA-Programm durchlaufen. Für diejenigen, die es nicht wissen, CFA-Programm ist so das angesehenste, Titel darf man nicht sagen, aber das angesehenste Programm der Welt in der internationalen Finanzwelt. Aus den USA stammt, in über 100 Ländern aktiv. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Genau, und Certified Financial Advisor? Chartered Financial Chartered, ja, okay. Analyst, genau. Okay, also eins von drei richtige. Ja, nein, aber es ist relativ im deutschsprachigen Raum tatsächlich gar nicht so bekannt. Also viel stärker in den USA oder in England. Aber genau, dort ist es halt ja, sehr wesentlich. Und darüber, ja, hat es mir immer mehr Spaß gemacht und habe mich dann entschieden, mich dem Thema immer mehr zu widmen. Und ja, wie du schon auch schon in der Anmoderation gesagt hast, lebe ich auch nicht mehr in Deutschland. Hat sich auch ein bisschen was getan. Ich war auch mal in der Vergangenheit politisch in Deutschland aktiv, habe da bestimmte Entwicklungen verfolgt. Und ja, vor 3 Jahren bin ich so ein bisschen zum Ergebnis gekommen, dass viele, viele Entwicklungen in Deutschland aus meiner Sicht ja, recht eindeutig sind und ganz klar in eine Richtung laufen, die mir nicht gefällt. Und ich ja, recht pessimistisch auf die Entwicklung schaue. Und damit habe ich mich dann auch entschieden zu sagen, okay, wenn du persönlich nichts dazu beitragen kannst, dass sich diese Verhältnisse ändern, dann kann ich mir auch Gedanken über das Thema Auswandern machen. Du bist, aus welcher Ecke in Deutschland kommst du? Ich bin in Bergisch Gladbach geboren und habe da auch immer gelebt, habe in beziehungsweise studiert in Köln und in Bonn, also beziehungsweise in Bonn und in Köln. Zunächst in Bonn und dann in Köln, aber bin eigentlich immer im Rheinland geblieben. Ja, genau. Und du warst politisch aktiv, glaube ich, bei der CDU, ist es richtig? Genau. Ich war bei der CDU politisch aktiv, war 8 Jahre, bin zweimal direkt in den Kreistag gewählt worden und war in der Jungen Union, da bis auf Bundesebene im Deutschlandrat der Jungen Union, das ist so das zweithöchste beschlussfassende Gremium der Jugendorganisation der CDU und ja. Genau, das kann man so sagen. Aber ich frage deswegen, weil du offenbar versucht hast, auch persönlich etwas zu unternehmen, zu ändern. Also was hat dich in die Politik geführt? War das damals schon so, dass du gesehen hast, okay, da läuft was nicht richtig, da muss man was tun? Tatsächlich hat es bei mir sehr, sehr früh angefangen. Also bereits mit 13 im Politikunterricht wurden uns die verschiedenen Parteiprogramme tatsächlich relativ neutral dargestellt und hatte halt die Chance, mir das jeweils anzuschauen und fand das halt wirklich sehr spannend. Hab mich wie so ein Verrückter tatsächlich dann alle Parteiprogramme durchgelesen und bin dann zu einer Veranstaltung gegangen, damals mit Merkel in der Opposition, also 2005 noch.
und fand das tatsächlich sehr spannend, was sie dort gesagt hat und sehr vernünftig und war dann auch sehr begeistert davon. Ja, wie man als junger Mensch dann auch sehr begeistert sein kann. Und habe mich dann sehr stark, es wurde zum, so einen großen Teil meines Lebensinhaltes, mich für Politik zu interessieren, da mitzumachen und dann über die verschiedenen Gremien aktiv zu werden. Aber was waren die Themen, die dich angesprochen haben? Für mich spannend damals war es, dass es alles sehr rational klang. Das heißt, man konnte es einfach, also von der Vernunft her begreifen, dass es halt irgendwie, also keine Ideologie gefolgt ist, sondern halt irgendwie rational vernünftig klang. Und das fand ich interessant. Und ja, genau, dementsprechend habe ich mir gedacht, also vom Menschenbild, was halt da präsentiert wurde, ist das etwas, was ich unterstützen möchte. Jetzt bei der Partei, bei der du warst, oder bei der Genau, Partei, bei der bei du der bist. CDU damals hat sich natürlich in den Jahrzehnten danach stark verändert. Wissen ja alle, dass die CDU ja, in den letzten Jahrzehnten noch einen gewissen Wandel hinter sich hatte. Aber damals, 2005, mit dem Programm, was die CDU damals hatte, konnte ich mich voll identifizieren. Da warst du aber noch sehr jung. Genau, ich war noch sehr jung. Ich war dann 13, 14, bin 14 Mitglied der Jungen Union geworden. Genau, und habe das dann halt Schritt für Schritt alles dann mitverfolgt, mitgemacht, habe später für einen Landtagsabgeordneten gearbeitet, im Studium, also war dann halt auch im politischen Betrieb immer weiter dabei, über Studentenparlament, später auch dann irgendwann mal Kreistag, ja, und dann bin ich irgendwann halt auch auf Bundesebene zu sagen, hey, hier müsste ich eigentlich was ändern. Das begann halt bei mir halt immer, also natürlich auch mit dem Alter halt immer mehr, mich mit anderen Ebenen dann zu befassen, ja. Aber also, war es damals schon die Wirtschaftspolitik, wo du gesagt hast, das interessiert mich? Oder was waren die Dinge, wo du gesagt hast, da muss sich jetzt was ändern in Deutschland? Ja, ich meine, 2005, wenn wir uns mal zurückerinnern, da war ja die Wirtschaftspolitik tatsächlich auch das Hauptthema. Deutschland hatte 5 Millionen Arbeitslose. Es war eine wirtschaftliche Zeit, wo wirtschaftliche Vernunft ja durchaus ein großes politisch diskutiertes Thema war. Das war damals schon etwas, was mich sehr interessiert hat. Aber auch ganz grundsätzlich, was hat mich halt interessiert, dass man halt von einem Menschen ausgegangen ist, der halt frei in seinen Entscheidungen ist, und dem man halt auch was zutraut. Und das ist dieses Menschenbild insgesamt, fand ich damals halt sehr ansprechend. Und das hat sich aber offenbar gewandelt mit der Zeit, dass die Partei dieses Menschenbild auch gar nicht mehr vertritt. Ja, ich habe immer zunehmend den Eindruck bekommen, dass das, was eigentlich so mal bürgerliche Kräfte von linken Parteien unterscheidet, sich immer mehr gewandelt hat, weil aus meiner Sicht sind bürgerliche Kräfte ja immer diejenigen, die sagen, hey, wir überlassen den Menschen die freie Entscheidung, und linke Parteien sagen dann eher, nein, wir können den Menschen nicht so ganz vertrauen, wir sollten doch eher als Politiker oder als Staat Vorgaben machen und das in gewissem Maße regeln. Und da hat sich sicherlich was gewandelt. Dieses Zutrauen in Privatpersonen hat sich aus meiner Sicht nicht mehr so dargestellt, wie das noch im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm 2005 bei der CDU gewesen ist. Aber insgesamt bei allen deutschen Parteien konnte man das, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte feststellen, dass es so einen Hang zu immer mehr Staat, immer mehr Vorgaben gegeben hat. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, woran das liegen könnte? Glaubst du, dass das rein ideologische Dinge sind oder sind das quasi die ökonomischen Zwänge der Gegenwart, dass man quasi alles in den Staat eskaliert und den Leuten nicht mehr die Freiheit überlassen kann, selbst zu entscheiden oder nicht mehr überlassen will? Das ist eine gute Frage. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Es ist immer die schwierigere Entscheidung für die Freiheit. Es ist immer viel leichter zu sagen, hey, wir machen jetzt einen Plan, wir geben jetzt die Vorgaben. Und das Problem ist natürlich auch, wenn man von der Freiheit abweicht, einmal begonnen hat, dann ist es natürlich viel leichter dabei zu bleiben. Wenn ein Plan halt irgendwie nicht funktioniert, ein Ergebnis nicht erreicht wird, dann macht man den nächsten Plan, dann kommt die nächste Idee und dann kommt die nächste Steuerungsmaßnahme, um doch das Ziel zu erreichen, weil das Ziel ist ja das höhere Gut und nicht die freie Entscheidung des Bürgers. Es fällt dir jetzt auch auf
bei der Inflationsdebatte, also das wird, nimmt ja wirklich schon absurde Ausmaße an. Also da dachte ich ja ursprünglich, ja, vielleicht, keine Ahnung, hört man jetzt den meiner Meinung nach vernünftigeren Ökonomen mal zu, aber Pustekuchen, ja, es kommen in Wahrheit noch viel verrücktere Eingriffe, Interventionen auf den Tisch, um die Preise unter Anführungszeichen unter Kontrolle zu bekommen. Ja, es wird teilweise absurd. Die Herangehensweise oder die Argumentation blendet vollkommen aus, was die Grundlage von Inflation ist. Also wenn ich so Begriffe wie Deflation höre, also ich meine, was soll man denn dazu noch sagen? Dass in der Zeit, wo der Nachfragedruck steigt, nach einem bestimmten Gut unternehmen den Preis erhöhen, ist so ungefähr das Normalste der Welt. Und es ist ja auch nicht die Schuld der Unternehmen, dass das passiert, sondern eher die Rahmenbedingungen, mit denen man es zu tun hat. Und es fehlt ein vollkommenes Verständnis für Grundlagen von wirtschaftlichen Entwicklungen aus meiner Sicht in der Politik. Tatsächlich in Deutschland besonders stark, aber nicht nur. Gut, das heißt, du warst in der Politik, du hast festgestellt, du würdest gerne etwas ändern, das hat aber nicht wirklich geklappt, aber dann zu entscheiden, ich wandere jetzt aus nach Panama, das ist schon noch ein großer Schritt. Ja. Oder ist es kein, also erzähl mal. Genau, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass man zwar sich politisch engagieren kann, aber dass es auf dem demokratischen Weg nicht den Eindruck habe, dass man wirklich was verändern kann. Und da war halt der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, hey, ich sehe, in welche Richtung das hier geht. Also ganz eindeutig, ich sehe die Entwicklung. Und die Entwicklung wurde halt, also damals und bis heute hat sich nicht verändert, seit der Auswanderung oder seit dem ersten Gedanken darüber. Ging halt nicht nur in die falsche Richtung, sondern die Geschwindigkeit, mit der es in die falsche Richtung gegangen hat, ist, die wurde halt immer schneller. Und das liegt wahrscheinlich auch an diesen Interventionsspiralen, an den Entscheidungen, an den Themen, die ich jetzt gerade eben schon gesagt hatte. Und dann hatte ich den Eindruck, dass man es aber auf normalen demokratischen Weg gar nicht mehr ändern kann, weil jeder Versuch, es zu tun, mit Diskreditierung, mit persönlichen Attacken verbunden ist, die es einfach dazu führen, dass Menschen so ungefähr, wie man es aus den Geschichtsbüchern kennt, sich irgendwie ins Private zurückziehen und sich nicht politisch zu engagieren oder es zu scheuen, gegebenenfalls von Medien, von wem auch immer, als ein Unmensch dargestellt zu werden. Das Thema man ist ja rein zufällig, dass in den letzten Jahren das Thema der Kontaktschuld irgendwie aufgekommen ist. Man hat mit dem Falschen gesprochen oder man ist bei Facebook mit jemandem befreundet und dementsprechend darf man die eigene Meinung darf nicht mehr betrachtet werden. Also es gibt da verschiedene Entwicklungen, die einfach ja im Wege stehen, dass man etwas ändern kann. So, und dann, als ich festgestellt habe, es geht tatsächlich nicht mehr, dann habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, gut, wenn ich es nicht mehr ändern kann, dann muss ich auch nicht das erleiden, was ich bei der Entwicklung ja bevorstehend sehe. Wann ungefähr sind wir da jetzt in der zeitlichen Abfolge? Das war bei mir tatsächlich im Februar 2020, tatsächlich nicht mit dem Thema Covid verbunden, auch wenn das Jahr 2020 ist, aber ich betone es immer wieder, wenn ich darüber spreche. Ich habe mich tatsächlich damals auch politisch in der Werteunion engagiert im Bundesvorstand. Das war eine politische Gruppierung, die sich für eine Veränderung der CDU eingesetzt hat. Damals, die Entwicklung, muss ich jetzt auch dazu sagen, in den letzten Jahren ist nicht unbedingt immer das so gewesen, wie ich mir das damals erhofft hätte. Aber damals gab es eine sehr starke Diskreditierung jeglichen Engagements, das halt nur darauf hin ging, zu sagen, nein, wir wollen mit dieser Politik, die jetzt momentan verfolgt wird, wir wollen da einen Cut machen und wir wollen das auf einem ganz normalen demokratischen Wege machen und wir wollen da vielleicht in eine andere Richtung hin und stellen da die Sachen in Frage. Und jeglicher Versuch dessen, der wurde, ja, also es hat mich persönlich zumindest in einem Maße erreicht, wo ich dann gesagt habe, so gut, bis hier und nicht weiter, das war es für mich. Also die Werteunion, ich kann mich noch erinnern, du hast recht, das ist dann durch Corona irgendwie auch wirklich verschwunden oder untergegangen.
Das war quasi eine konservativ-bürgerliche Fraktion, kann man das so nennen? Genau. Innerhalb der CDU, die wollte, dass die CDU wieder ein bisschen konservativ-bürgerlicher wird. Und ja, das wird natürlich dann medial massiv angegriffen. Solche Stories, das kennen wir schon. Aber du hast dann gemeint, okay, wenn das nicht mehr möglich ist, du hast es jetzt versucht und für dich persönlich den Schluss gezogen, lustigerweise, und das ist interessant, dass du sagst, Februar 20 ist sowieso schon, also es war ja erst März 20 die ersten Lockdowns und da haben wir es dann auch noch eine Zeit lang gebraucht, bis wir es wirklich ernst genommen haben. Also im Februar 20 entschieden, du gehst weg, und wann bist du dann weggegangen? Ich bin ausgewandert im April 2022. Also ich habe mich, also im Februar 2020 habe ich mir eigentlich entschieden, darüber nachzudenken, das Thema Auswanderung anzugehen. Also es war immer schon mal irgendwo so im Hinterkopf eine Möglichkeit, aber es war halt nicht wirklich ernst gemeint. Aber als ich das begriffen habe, habe ich mir gesagt, hey, jetzt lohnt es sich, sich Gedanken dazu zu machen. Mein erster Gedanke war, okay, hey, ich habe noch eine britische Staatsbürgerschaft, ich gehe nach London, da wohnt meine Oma, da wohnt mein Onkel. Ich könnte am nächsten Tag anfangen zu arbeiten. Mit Finanzwesen ist da auch nicht so weit. Also der größte Arbeitsplatz in der Finanzwelt. Und habe mich dann aber, als das Thema Auswandern für mich halt immer stärker in den Gedanken nach vorne gerückt ist, habe ich mich dann halt noch ganz grundsätzlich ja mit Entwicklungen von Gesellschaften insgesamt auseinandergesetzt und habe halt festgestellt, dass vielleicht das wirtschaftlich eben nicht so ganz so bekloppt läuft wie in Deutschland, im UK, aber gesellschaftlich die Entwicklungen oftmals recht ähnlich sind. Und dann habe ich mir gesagt, hey, wenn ich schon das Thema Auswandern nachdenke, dann kann ich mir halt auch ein Land dann aussuchen, wo es dann ja eher so zu meinen persönlichen Überzeugungen passt. Und das ist dann im Laufe des Jahres 2020 passiert, bin dann im Jahre 2021 das erste Mal nach Panama geflogen, war dann einen Monat dort und ja, habe es mir halt angeschaut und fand es halt dann ja sehr spannend. Hatte Janosch etwas mit dieser Entscheidung zu tun? Nein. Also es ist natürlich ein Spruch, den ich da seitdem irgendwie so 200 Mal gehört habe. Ich habe auch das Buch Oh, wie schön ist Panama, ich glaube von Freunden so ungefähr 8 Mal geschenkt bekommen, auf Deutsch und auf Spanisch. In Panama kennt das übrigens kein Mensch. Interessant. Es ist ein rein deutsches Buch, aber ja. Ich hatte tatsächlich vor langer, langer Zeit als Student eine Freundin, die auch mal in Panama gelebt hat und inzwischen auch in Panama wieder lebt, nur nach Panama gegangen ist wegen dem Buch, weil sie das als Kind so geliebt hat, dass sie immer nach Panama wollte und heute, glaube ich, soweit ich das weiß, auch dorthin geheiratet hat und dort lebt. Also, deswegen musste ich die Frage stellen, aber nein, also im Ernst, warum Panama? Ja, also ich habe für mich erkannt, dass das so diese gesellschaftlichen Themen, also alles, was um das Thema ja, kulturelle Entwicklung herum passiert, das extreme Feminismus, das ganze Woke-Thema, alles, was so gesellschaftsverändernd sehr stark wirkt, das sieht man ja eigentlich so ein bisschen in Westeuropa und so in den Küsten der USA. Das war für mich erstmal so die Konklusion, und dann sagen, okay, gut, das sind eigentlich so Länder, die ich erstmal generell mal außen vor haben würde. Das Thema Wirtschaftsentwicklung, generell Rahmenbedingungen spielen für mich natürlich auch eine wesentliche Rolle. Und in Panama hat eine sehr interessante Entwicklung genommen in den letzten 30 Jahren. Das wird vielleicht auch jeden, der sich für Bitcoin interessiert, sowieso interessieren, dass Panama hat ja keine Zentralbank. Das heißt, in Panama können beispielsweise Banken nicht gerettet werden. Das heißt, Zinsen sind typischerweise deutlich höher. Man nutzt zwar US-Dollar als Landeswährung, aber da Banken nicht gerettet werden können, halten Banken viel mehr Kapital vor. Das Zinsniveau ist höher. Also generell schon mal sehr interessant, auch auf mich als Volkswirt das zu sehen. Dann stellt man fest, dass das Land den Bürgern sehr viel Freiheit lässt. Das heißt, 80% der Menschen de facto keine Einkommensteuer zahlen, weil der Steuerfreibetrag ähnlich hoch ist wie in Deutschland, nur die Menschen bisher weniger verdienen als in Deutschland. Also auch schon mal sehr interessant.
also die Rahmenbedingungen, um dort sich niederzulassen, auch schon mal eher positiv sind, was steuerliche Entwicklung angeht. Man kann feststellen, dass in den letzten 30 Jahren Panama so stark gewachsen ist wie kein anderes lateinamerikanisches Land. Also 1990 hatte beispielsweise Argentinien, ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber Argentinien die dreifache Wirtschaftskraft pro Kopf wie Panama, und heute hat Panama eine Wirtschaftskraft pro Kopf, die um, glaube ich, 35% höher ist als die von Argentinien. Also die wirtschaftliche Dynamik, die in Panama passiert ist, ist sehr stark. Und es geht halt in die richtige Richtung. Dazu fand ich das Land halt, auch als ich dann dort war, halt wirklich sehr spannend, weil es ein kleines Land ist. Es ist auch so eine sehr homogene Gesellschaft, würde ich sagen. Aber es hat so ein bisschen auch so landschaftlich oder insgesamt so alles, was man braucht. Man hat mit Panama-Stadt eine Millionenstadt. Sieht ein bisschen aus wie Miami. Man hat tolle Traumstrände, man hat schöne, tolle Berge in Panama. Und es ist irgendwie, es gibt auch ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit. Man ist weniger gestresst. Also für mich war es rundum beeindruckend, dort gewesen zu sein und zu sehen, wie sich das Land entwickelt. Also, you had me at No Zentralpark natürlich, ja. Aber Panama ist ja, das ist interessant, Panama ist ja auch schon bekannt als Finanzstandort, als ich sage jetzt mal, Offshore-Finanzstandort. Das heißt, du hast dort keine Zentralbank, aber offenbar attraktive Umgebung für, sage ich, das internationale Geld, nenne ich es jetzt mal. Genau, was du in Panama hast, also Panama Stadt hat 60 bis 80 Banken. Also ist einer der größten Finanzstandorte der Welt. Was passiert ist, dass insbesondere Südamerikaner Geld in Panama lagern, weil es halt einfach sicherer ist, das Geld dort zu lagern als in ihren Heimatländern. Also es kann auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Also könnte halt sein, das ist der brasilianische Bauunternehmer, der gegebenenfalls Angst davor hat, dass seine Tochter entführt wird, wenn der Bankangestellte irgendjemand mitteilt, wie viel Geld er auf dem brasilianischen Konto hat, das Geld lieber in Panama haben würde. Aber auch insgesamt, die Rahmenbedingungen sind halt so, dass es halt für den Finanzstandort in Panama da ganz gut ist, weil es eine hohe Rechtssicherheit gibt. Für Kapital insgesamt. Man hat den US-Dollar als Währung auch dort. Das stärkt natürlich auch im Verhältnis zu anderen lateinamerikanischen Währungen die Sicherheit insgesamt. Ja, genau. Also aus meiner Sicht führt ja auch gerade dass die höheren Kapitalanforderungen, das höhere Zinsniveau ja auch dazu, dass es halt interessanter ist. Spielt Bitcoin eine Rolle in Panama? Ja, man hat ich glaube im Januar letztes Jahr gab es einen Gesetzesbeschluss des Parlamentes. Bitcoin und andere, ich weiß, dass du ein bisschen kritisch gegen andere Kryptowährungen bist. Ja. Also ist sehr freiheitlich alles in Panama, und genauso war halt auch der Gesetzesbeschluss, dass ich weiß nicht, glaube ich nicht jegliche, aber auch auf jeden Fall ein Bündel von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen als Zahlungsmittel zugelassen werden sollen. Also gesetzliche Zahlungsmittel, sollte auch Steuern damit zahlen können. Das wurde vom Parlament beschlossen. Und dann gab es eine ganz lange Phase, dass erstmal nichts passiert ist, bis dann irgendwann der Präsident erklärt hat, der in Panama Gesetze unterzeichnen muss, so ein bisschen wie in den USA, dass er aus verschiedenen Gründen das nicht machen will, Geldwäsche, was auch immer, dass dafür Gründe angeführt wurden. Dann gab es einen veränderten Parlamentsbeschluss, auch den hatte dann der Präsident dann nicht unterzeichnet. Und das Letzte, was ich jetzt gehört hatte zu dem Thema, hat jetzt vor ein paar Wochen nochmal nachgeschaut, war, dass es jetzt beim obersten Gericht liegt, was jetzt damit passiert. So genau kenne ich mich leider auch nicht mit den politischen Gremien in Panama nicht aus, um zu wissen, wie das jetzt weitergeht. Aber es gab auf jeden Fall jeweils eine Parlamentsmehrheit dazu, dass man das Thema, dass Bitcoin eine staatliche Währung wird.
Weil bisher hat man US-Dollar. Und der Sprung von ohne Zentralbank und US-Dollar zu Bitcoin ist wahrscheinlich auch, sagen wir mal, kleiner als für andere Länder. Genau, das war ja in El Salvador auch so, dass die gesagt haben, naja, wir haben eh schon einen Dollar, also ist das jetzt keine Riesenumstellung, wir verlieren quasi nichts dadurch, keine Seigniorage und keine anderen Möglichkeiten, die Wirtschaft zu steuern, unter Anführungszeichen. Ja, also du hast recht, natürlich, ich bin kritisch anderen Kryptowährungen gegenüber, aber das heißt ja noch lange nicht, dass, also ich kann natürlich verstehen, wenn ein Staat hergeht und sagt, wir lassen mehrere zu, weil warum sollen wir den Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben, was sie zu nutzen haben? Also das verstehe ich natürlich. Um jetzt mal zurückzukommen nach Europa, weil wir ja von dem allen betroffen sind. Also du hast gesellschaftspolitische Entwicklungen besprochen. Ich meine, wir sind hier in Österreich, was die, ich sage jetzt mal, fassen wir es mal zusammen unter Wokeness, ja. Ja, also das ist jetzt noch nicht wirklich in Österreich angekommen. Österreich ist da mehr so ein bisschen wie Panama. Aber also meine Frage ist, du bist jetzt wahrscheinlich nicht wegen der Wokeness ausgewandert, sondern weil du dir denkst, das geht alles auch wirtschaftlich in die falsche Richtung. Was befürchtest du denn, wo wir hinsteuern? Also wir haben aus meiner Sicht jetzt so drei ganz große Themen. Das erste Thema ist halt der demografische Wandel. Und das ist ein Thema, was weder Politik noch Wirtschaft aus meiner Sicht wirklich auf dem Schirm hat, was das eigentlich bedeutet. Das ist eine riesige Veränderung, die es in der Menschheitsgeschichte so noch nicht gegeben hat. Dass Menschen einfach aufhören, Kinder zu bekommen und dass sich die Zusammensetzung der Bevölkerung so krass verändert. Um das einfach mal in Zahlen zu nennen, in Deutschland ist es doch das Durchschnittsalter bei 47. In Panama ist es bei 27. Also der Unterschied ist gewaltig, wenn man das sich einfach mal so gegenüberstellt. Weil das verändert natürlich noch eine Gesellschaft. In Deutschland sind dann allein beginnend von Debatten. Debatten drehen sich in Deutschland mittlerweile darum, dass man alles irgendwie langsamer macht, Tempo 30er-Zone und bloß kein Fluglärm und bloß kein Fortschritt mehr. Und das hast du natürlich mit einer jüngeren Gesellschaft schon mal nicht. Jüngere Gesellschaften sind typischerweise auch innovativer als ältere Gesellschaften. Und du hast natürlich auch, es ist das ganze Sozialstaatsthema, was du insbesondere in Europa sehr stark hast. Ja, das wird natürlich zu Problemen führen mit dem demografischen Wandel, insbesondere wie er angegangen wird. Also das Thema alleine wäre schon groß genug. Dann hast du aber noch das Thema der Zuwanderung nach Europa, insbesondere nach Deutschland, das jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen, um das Thema zu lösen, sondern man hat ja eigentlich eine Zuwanderung, die in den Sozialstaat sehr stark geht. Und das schafft natürlich das nächste Problem. Weil das natürlich zu immensen Kosten, zu kulturellen Veränderungen etc. führt. Und das steht auch in Verbindung tatsächlich mit dem dritten Thema, dem ganzen Thema des ökosozialen Umbaus der Gesellschaft, um es mal so freundlich zu formulieren, was aus meiner Sicht kompletter Wahnsinn ist in vielerlei Hinsicht. Weil insbesondere in Verbindung mit dem Thema der Zuwanderung von gering qualifizierten Arbeitskräften, die brauchen ja eigentlich genau die Jobs, die durch den ökosozialen Umbau der Gesellschaft gerade wegfallen. Also, beim Automobilbau ist ja ein ganz großer Wirtschaftsfaktor für Deutschland, sich anzuschauen. Das Verbrennerauto baut im Zweifel jemand anders, als wenn der ein Elektroauto baut. Ja? Oder jeglicher Arbeitsplatz, der mit Energie verbunden ist, ist in der Industrie, also ist ja sehr stark, die Industrie ist in Deutschland auch noch sehr stark gewesen. Das sind ja auch meistens dann auch Arbeitsplätze, wo man auch eher gering qualifiziertere Arbeitskräfte einsetzen konnte. Also man hat so eine Verbindung von verschiedenen Themen, die alleine für sich schon eine große Sprengkraft mit sich bringen, aber verbunden, also ist für mich nur noch Wahnsinn. Also Demografie hatten wir auch, gerade eine Folge, die extrem gut angekommen ist. Das ist auch im Bitcoin-Space ein riesengroßes Thema, weil es natürlich eigentlich
irgendwie auf der Hand liegt, wenn man sich mal damit beschäftigt, die Zahlen lügen nicht, also außer die chinesischen, und die lügen nur in die falsche Richtung. Die Zahlen lügen nicht und das Problem ist natürlich ein großes, hängt zusammen mit der Einwanderung, wie du richtig sagst, vor allem mit einer, ich sage jetzt mal, ziellosen Einwanderungspolitik. Ja? Also man versucht irgendwie junge Leute ins Land zu holen und hofft aufs Beste, ohne darüber zu reden, wie das Ganze funktionieren könnte. Und das dritte, der ökosoziale Umbau, ja, das ist sehr, da tue ich mir total schwer, überhaupt darüber nachzudenken oder festzustellen, woher das eigentlich kommt, dieser Druck oder dieses unbedingte Müssen, Wollen, das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, wenn, ich meine, manchmal, ich führe da manchmal Diskussionen, die so, wo der eine Diskussionsteilnehmer sagt, ja, das ist einfach nur, unsere Politiker sind einfach dumm. Und die anderen sagen, das ist steckt irgendeine Verschwörung dahinter. Mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, wo genau ich mich da zuordnen sollte. Also tut mich immer schwer zu sagen, da steckt ein großer Plan hinter. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall, das ist ja Wahnsinn, insbesondere wenn man sich halt einfach mal rational anschaut, dass es alles ohne Wirkung, also ohne positive Wirkung bleibt, sondern einfach nur zu einem, einem Abbau der wirtschaftlichen Fähigkeiten eines Landes führt. Also mir fällt es einfach schwer zu verstehen, auch was da die wirkliche Motivation dahinter ist. Du hast vorher erwähnt, das ist mir jetzt hängen geblieben, weil ich finde das total wichtig und das fällt mir auch im Bitcoin-Space immer wieder auf. Du hast erwähnt, ja, in Panama geht es in die richtige Richtung. Ja? Mhm. Wie fühlt sich das denn an, wenn du jetzt in einem Land bist mit jungen Leuten, die was aufbauen wollen, wo die Richtung irgendwie klar ist? Also, ist so enorm motivierend. Also alleine, das fand ich das erste Mal in den Panama war. Das sind jetzt keine Panamesen gewesen, die ich jetzt direkt begegnet bin, weil ich konnte auch damals auch kein Spanisch, mittlerweile spreche ich gutes Spanisch, aber ich saß einfach im Café und um mich herum saßen auch viele Deutsche damals tatsächlich, wo einer gesagt hat, hey, ich gründe gerade das Unternehmen, ich mache gerade dieses Projekt und sonst was. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie lange müsste ich mich denn in Deutschland in ein Café setzen, bis dann halt irgendwie drei Leute neben mir sitzen, die dann sagen, hey, ich gründe gerade dies und ich mache gerade jenes. Also allein daher war das schon enorm motivierend und es treibt natürlich einen auch selber an, auch was zu tun. Und das hat man aber nicht nur, sagen wir so jetzt bei den Ausländern, die ins Land kommen, sondern auch bei den Panamesen selber spürt man das, dass es halt eine enorme Bereitschaft gibt zu lernen. Um das Thema Bitcoin zu kommen. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr Handwerker bei mir. So, und das ist, also ich vertraue, also was sehr angenehm ist in Panama, ist ein anderes Thema. Man kann den Leuten auch sehr schnell vertrauen. Die haben den ganzen Tag bei mir gearbeitet und was ich in Deutschland nie gemacht habe, ich bin auch Mittagessen gegangen, habe die eine Stunde lang in der Wohnung allein gelassen und naja, auf jeden Fall hat man ein ganz gutes Verhältnis sehr schnell zueinander aufgebaut und nachdem sie die Arbeit beendet hatten, sprach mich dann einer an und sagte so, ja, was mache ich denn beruflich? Dann habe ich dann halt ein bisschen was erzählt und dann sagte er so, ja, was denke ich denn über Bitcoin? Und er hat mir eine 30 Minuten lang Fragen über Bitcoin gestellt. Natürlich, weil das halt auch ein Thema war, was halt in der Gesellschaft diskutiert wurde, aber der hat einfach auch zugehört und wollte was lernen daraus. Und das ist halt irgendwie jemand, der jetzt irgendwie keine akademische Ausbildung hat oder irgendwie sich sehr stark mit dem Thema einfach auseinandersetzt, sondern einfach nur interessiert war. Und das sehe ich ganz generell in der Gesellschaft, dass Leute sehr, sehr offen sind, irgendwie was dazu zu lernen, besser zu werden. Und das ist halt, ja, ist einfach cool. Sowas zu sehen und halt nicht irgendwie immer zu sehen, was alles nicht geht, sondern halt einfach Leute zu sagen, hey, wie ist denn das einfach, was können wir noch besser machen? Selbiges hatte ich beispielsweise meine Spanischlehrerin, die sprach mir halt irgendwann an und sagt halt, ja, es gibt Spanischunterricht mit Kunden aus Japan, aus den USA, sonst was, sie wird bisher über PayPal bezahlt. Und um das Geld zu empfangen und ob es da nicht eine bessere Lösung gibt, ob es nicht per Banküberweisung. Habe ich gesagt, nein, das wäre eine Katastrophe, wenn du es per Banküberweisung machst. Aber es gibt halt Lösungen. Da sind wir auch wieder auf das Thema, sagen wir mal, Bitcoin insgesamt gekommen.
Aber auch mit ihr hatte ich dann auch mal das Thema, wo sie sagte: Hey, Diego, was denkst du denn über das Geschäftsmodell, dass ich mein Spanischunterricht so und so erweitere und dann halt irgendwie eine Online-Plattform sowas baue? Und also irgendwie eine 26-Jährige, die sich als Lehrerin, die Online-Unterricht gibt, dann einfach überlegt: Hey, man könnte doch das noch machen, Unternehmer, ich könnte doch da noch vorangehen. Und das hast du in vielen Bereichen, dass die Leute, ja, ganz eigennutz interessiert, irgendwas verbessern wollen, irgendwas besser machen wollen. Und das ist natürlich ein sehr, also es motiviert einen, es sind auch coole Gespräche dann, wo man auch jeweils wieder voneinander lernen kann. Und das ist halt also wirklich schön. Was wirklich interessant ist, ist, dass, wenn du das beschreibst, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich habe selber mal vor vielen Jahren in Argentinien gelebt. Ich wollte damals auch auswandern, aber es war leider zu früh. Also damals waren diese ganzen Online-Geschäftsmodelle, das ging einfach noch nicht. Ich war damals 2008 dort, das gab es alles noch nicht. Also auch das, was du jetzt machst und was ich jetzt mache, wäre nicht gegangen, aber vielleicht ja in Zukunft. Aber ich habe das damals auch ähnlich erlebt und ich erlebe es jetzt lustigerweise eben im Bitcoin-Sektor. Also egal, ob das jetzt in Deutschland, in Österreich oder auch international ist, diese Offenheit, diese Dynamik, die hast du im Bitcoin-Sektor ganz massiv, aber das ist halt nicht geografisch gebunden. Und was ich auch im Bitcoin-Sektor, was ich auch erlebe, ist, das, was du gesagt hast mit den Handwerkern, das ist total richtig, das haben wir auch hier. Das sage ich auch immer wieder gerne. Also jeder, der quasi mit den Händen arbeitet, der an der Realität dran ist, ja, von wegen akademischer Titel. Akademischer Titel stört nur, ja. Wenn du an der Realität dran bist, dann verstehst du Bitcoin viel schneller, als wenn du irgendwo in der Uni sitzt oder in einem Unternehmen in der Chefetage und mit ganz anderen Themen beschäftigt bist. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich hatte in Deutschland zwar die Erfahrung tatsächlich nie gemacht, dass ich so angesprochen wurde. Deshalb ist das bei mir so stark in Erinnerung geblieben, dass es halt in Panama dann so schnell passiert ist. Was hast du denn gesagt? Also was hältst du denn als Chartered Financial Analyst von Bitcoin? Nein, also ich hab über tatsächlich auch in Panama tatsächlich dort viel gelernt. War tatsächlich auch mal so eine Bitcoin-Konferenz in Panama-Stadt selber und habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass es für mich nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel ist, sondern das Thema insbesondere Zahlungsabwicklung, dass das eigentlich eine Riesenmöglichkeit ist. Also nicht nur was international, was es angeht, um zu meiner Spanischlehrerin zurückzukommen, die Japanerin Spanischunterricht gibt. Sondern halt auch, wenn ich mir einfach mal überlegte, naja, dass es möglich ist, und das passiert, glaube ich, in El Salvador, das willst du besser wissen oder die Leute, die deinem Podcast folgen, aber dass es möglich ist, für ja, 0,01% Kosten letztendlich Zahlungsabwicklung vorzunehmen, die momentan oftmals noch mit Mastercard, Visa, PayPal, was auch immer, mit 2,5% oder mehr belastet sind. Und wenn ich jetzt immer überlege, so als Volkswirt, und ich hatte ja vorher mal gesagt, was ich vorher auch beruflich gemacht habe bei die Leute in der internationalen Steuerberatung, wo wir uns oftmals Margen angeschaut haben und die Margen von Unternehmen dann irgendwo bei 4 bis 6% sind, und ich dann einfach begreife, hey, da gibt es die Möglichkeit, dass gegebenenfalls Einzelhandel oder welcher Bereich auch immer eine deutlich kostengünstigere Abwicklung, Zahlungsabwicklung haben kann, dann ist das natürlich ein enormer Nutzen. Wenn ich mir einfach vorstelle, dass im Supermarkt im Zweifel, ja, im Zweifel die Marge um 1%, 2% höher ist oder die Preise jedenfalls niedriger sein könnten, wenn die Zahlungsabwicklung anders läuft, das schafft natürlich einen enormen gesellschaftlichen Nutzen, wenn man sich das einfach mal anschaut. Und das macht das Thema Bitcoin für mich halt nochmal vom Use Case halt nochmal deutlich interessanter. Insgesamt Bitcoin finde ich so als Gesellschaftsordnung auch interessant, weil es natürlich, das ist ein bisschen wie Panama. In Panama ist es nicht so krass unterschiedlich, weil es halt keine Zentralbank gibt, aber es nimmt halt Politikern auch so ein bisschen die Macht. Und das ist halt auch was Positives, weil Macht für Politiker heißt halt immer weniger Freiheit für den Menschen. Glaube ich, das hängt ganz klar miteinander zusammen. Und wenn Politiker einfach nicht so viel Geld ausgeben können, wie sie gerade wollen, sind sie beschränkt in ihrem Handeln und sind dann halt auch dazu verdammt,
Naja, es gilt dann möglichst effizient einzusetzen. Und das ist natürlich mit dem Typ eher deflationär angesetzten Bitcoin auch etwas, was ja so also Entwicklung der letzten Jahrzehnte vielleicht in eine andere Richtung bringen könnte. Also ich glaube, viel besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Du hast genau die beiden wichtigen Dinge, also das finde ich faszinierend, dass du als Volkswirt und natürlich auch gleich auf diese ökonomischen Anreize gehst. Und klar, ja, die sind da. Und am Ende des Tages ist das auch das, was Bitcoin bei der Adoption hilft. Also wir sehen natürlich in erster Linie die Preisspekulation schon klar, das treibt den Narrativ, aber im Alltag ist es natürlich spannend und das, was du mit deiner Lehrerin gesehen hast, darf man nicht unterschätzen, weil natürlich Millionen von Menschen auf der Welt ähnliche Dinge tun und gerade diese Ein-Personen-Unternehmen, wie ich es bin und wie es, glaube ich, auch du bist und wie deine Lehrerin ist und so, die sind ja super flexibel, diese Dinge zu tun, ja, auch international. Also das finde ich schon sehr faszinierend. Also, um das mal einzuordnen, sie hat es halt vorher über eine Online-Plattform gemacht. Diese Online-Plattform nimmt der armen, dem armen Mädel 20 bis 30% ihres Einkommens ab, abhängig davon, wie viel sie ja gearbeitet hat. Und dementsprechend hat sich entschieden, hey, bin ich eigentlich nicht mit einverstanden, ich will den Kontakt zu meinem Kunden halt direkt haben, aber das funktioniert halt nicht, wenn es keine Zahlungsabwicklung gibt. Und das gibt es ja in viele Bereiche insgesamt. Das heißt, dieses Online-Unternehmen hat die Zahlungsabwicklung bereitgestellt, sich dafür auch gut bezahlen lassen und natürlich auch Kunden erschlossen hat. Aber theoretisch ist es ja auch möglich, dir Kunden im Internet oder mal online zu suchen, ohne auf eine Plattform angewiesen zu sein. Oder du suchst halt eine Plattform, die halt das ohne Zahlungsabwicklung macht. Und dementsprechend brauchst du halt einen Zugang zur Zahlungsabwicklung. Und das Also es ist super wesentlich aus meiner Sicht. Also wenn man einfach anschaut, was in Afrika theoretisch möglich ist, wenn es halt einfach nur einen Internetanschluss gäbe. Internetanschluss und eine Zahlungsabwicklung, mehr braucht es nicht. Um viele, viele Dienstleistungen zu bringen, die halt insgesamt für die ganze Welt Wertschöpfung erhöhen könnten. Also das Wohlstandsniveau der ganzen Welt könnte mit nur diesen zwei Dingen einfach enorm verbessert werden. In den Ländern ging es besser. Dienstleistungen in anderen Ländern werden günstiger werden. Arbeitskräfte in bisher entwickelten Ländern hätten Zeit für andere Dinge. Also es wäre eine Win-Win-Situation für jeden Beteiligten. Aber daran scheitert es halt noch, aber ich denke mal, das wird halt über die Zeit in die richtige Entwicklung gehen, wenn halt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ja, ich denke darüber oft nach, weil natürlich, wir reden ja oft darüber, ja, die Fluchtursachen beseitigen, nicht? Du hast ja auch über die Migration gesprochen, wir die Fluchtursachen beseitigen. Naja, was könnte besser sein, als den Menschen in den sogenannten Herkunftsländern, in denen oft die Bevölkerungsstruktur jünger und dynamischer ist als bei uns, viel jünger und dynamischer als bei uns, als denen ein stabiles Finanzsystem zu geben, das sie auch nutzen können, um vor Ort etwas aufzubauen. Das würde ja nicht nur die Fluchtursachen beseitigen, es würde eben auch, es bietet eine enorme globale Chance eigentlich für Wirtschaftswachstum, die offenbar unter dem derzeitigen Dollarregime nicht möglich war. Ja, du brauchst halt eine Abschaffung von jeglichen Protektionismus verschiedener Art. Und diese Menschen sind halt, naja, eingeschränkt dadurch, dass sie keinen Zugang haben zum Zahlungsabwicklung, dass sie gegebenenfalls, Internet ist natürlich noch ein anderes Thema, oder dass sie halt aufgrund regulatorischer Bedingungen ihre Dienstleistungen nicht an Unternehmen oder Privatpersonen anbieten können, dürfen, wie auch immer. Aber das sind eigentlich die Dinge. Und dann braucht es dann halt auch nicht mehr viel mehr. Und um ehrlich zu sein, wenn sie halt ein ähnliches oder nur die Hälfte von dem Geld verdienen können, was sie sich erhoffen, in Europa verdienen zu können, haben sie in ihrem eigenen Land, ja, mit einem niedrigen Preisniveau noch viel besseres Leben oftmals. Wenn man das mal ganz logisch zu Ende denkt. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass diese Länder insgesamt sich stark verändern würden. Also wenn es einfach mehr Leute mit höheren Einkommen gibt, oder verhältnismäßig höheren Einkommen, wird das allein schon dazu führen, dass da ein Druck zu Veränderungen kommt. Die Menschen werden auch unabhängiger und ja. Vollkommen abgesehen davon, dass du natürlich in Afrika und in Südamerika bessere Voraussetzungen hast, um unternehmerisch tätig zu werden, weil nach Europa, du kannst ja nicht nach Deutschland kommen und dann hier eine Firma aufmachen, nicht? Ja. Das wird, das wird, Ja, das, totaler ja, Wahnsinn.
Ja, also, ne? Also wenn man sich überlegt, sich einfach mal vorstellt, dass jemand irgendwie 2 Jahre seines Lebenszeit opfert, gegebenenfalls vorher noch anspart für eine Reise nach Europa. Ich meine, allein das also für volkswirtschaftliche Kosten sind ja totaler Wahnsinn. Um dann in ein anderes nach Europa zu kommen, ja, und dann halt gegebenenfalls die Rahmenbedingungen anzutreffen. Also der wird auf jeden Fall nicht so leicht das große Unternehmen aufmachen können, was viel leichter möglich wäre mit den richtigen Rahmenbedingungen in seinem Heimatland. Es ist halt einfach so. Ja. Wie lief denn die Auswanderung nach Panama, rein bürokratisch? Ja, ich hatte da tatsächlich noch die Möglichkeiten in Anspruch genommen, die es noch ein bisschen einfacher gemacht haben mit einer Firmengründung in Panama, die ein wirtschaftliches Interesse signalisiert haben in Panama selber. Und dann ging das halt dann noch relativ schnell. Ich habe auch eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung für das ganze Leben mittlerweile. Das ist leider nach einem halben Jahr tatsächlich schon erhalten. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Also Panama hat jetzt 2 verschiedene Programme eigentlich, die für Europäer eine Rolle spielen. Es gibt so ein ganzes Programm für Friendly Nations und da fallen eigentlich alle europäischen Länder zu, außer für Italiener, für die geht es noch ein bisschen besser, gibt es ein Sonderabkommen, aber ansonsten, also wenn er Italiener ist, hat er noch ein bisschen einfache Möglichkeiten, aber ansonsten für alle Europäer ist es so, dass man entweder eine Anstellung nachweisen muss in Panama oder ein Investment von, ich meine, 200 oder 300.000 US-Dollar ins Land haben, ist also schon ganz ordentlich. Das heißt, eine Wohnung kaufen, Wald kaufen, irgendein Projekt, gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber in Panama ist es auch immer so, es gibt dann auch Möglichkeiten darum herum, aber das wird jetzt so weit führen. Aber das ist auch wie in Österreich. ja. Aber das ist auch eigentlich auch was Schönes, dass man sagt, hey, es gibt ja nicht irgendwie nur starre Grenzen, und sondern halt auch so, ja okay, wie machen wir das eigentlich jetzt wirklich? Ja. Sehr spannend. Diego, jetzt erzähl uns nochmal, was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Was sind denn deine Angebote und was erwartest du eigentlich, weil das ist ja eigentlich das, womit du auf Twitter auch reagierst, derzeit so makroökonomisch von der Welt in den nächsten Monaten? Ich helfe Privatpersonen bei der eigenen Geldanlage mit einem langfristigen Plan, also ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Das heißt, ich mache eine Analyse, welche Geldanlage eigentlich für die spezifische Situation für sie optimal ist und die setzen sie dann gegebenenfalls selbstständig um. Das einfach einmal strategisch langfristig, aber halt auch mit einem taktischen Fokus zu sagen, hey, was sind eigentlich momentan die Rahmenbedingungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, wie kann ich das in meine eigene Geldanlage einbinden, macht es jetzt gegebenenfalls Sinn, Risiko zu erhöhen oder zu reduzieren gegenüber dem langfristigen Plan, den ich schon ausgearbeitet habe. Genau, und das ist das, was ich grundsätzlich mache. Du fragtest auch meine Ansichten auf die makroökonomische Lage. Aus meiner Sicht haben wir da in den letzten 18 Monaten eine fundamentale Veränderung gegenüber dem erlebt, was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Also wir haben in den letzten 15 Jahren eine sehr starke makroökonomische Grundlagen gehabt, die auf Ausweitung der Geldmenge sehr stark fokussiert waren, immer niedrigere Zinsen. Und das hat sich jetzt erstmal gedreht. Wir haben halt die schnellsten und höchsten Zinserhöhungen, insbesondere in den USA, aber auch in Europa, gesehen der letzten mindestens 50 Jahre, wenn nicht sogar der letzten 100 Jahre. Ja, wenn wir darauf blicken, auf den Anleihenbereich, haben wir im letzten Jahr den stärksten Wertverlust im Anleihenbereich der letzten 100 Jahre in den USA gesehen. Also es ist etwas, was einfach nicht eine Kleinigkeit, die da passiert ist. Wenn wir dieses Jahr Anleihen im negativen Bereich schließen, wird es das dritte Jahr in Folge sein, wo Anleihen mit Wertverlusten verbunden gewesen sind, also nominalen Wertverlusten. Und das hat es in der Geschichte der USA noch nie gegeben.
So, also es ist durchaus ungewöhnliche Zeiten, die da passieren. Und das sind, ja, es ist auf jeden Fall ein momentan sehr risikoreiches Umfeld aus meiner Sicht, mit dem wir konfrontiert sind. Wie lange erwartest du ernsthaft, also dass die Zinsen weiter steigen können oder hoch bleiben können? Na, also wir haben ja eine sehr starke Zinserhöhung gesehen auf einem sehr hohen Schuldenstand. Und diese Zinserhöhungen werden Schritt für Schritt auf diesen Schuldenstand wirken. Und ich glaube, wenn das wirklich passiert, dann werden wir viel schneller, als es der Kapitalmarkt momentan einpreist, wieder eine Veränderung des Zinsniveaus sehen, weil eben die Wirkungen dann relativ stark sein können, weil der Schuldenstand halt so hoch ist. Dementsprechend, ich erwarte jetzt nicht, dass wir das ganze Jahrzehnt 5% oder 5,5% Zinsen in den USA sehen werden. Okay, aber wann es jetzt zur Wendung kommt, da werden wir uns jetzt nicht auf eine Prognose einlassen. Ich bin kein Fan davon zu sagen, hey, in 5 Monaten wird der S&P Ja. 500 auf 3.500 fallen oder in 3 Monaten sinkt das Zinsniveau auf 4,25. Ich bin ein Fan davon zu analysieren, was sind die Rahmenbedingungen, ist das Chancen-Risiko-Verhältnis und daraus zu sagen, wie positioniere ich mich gegeben dieser Situation. Also es ist kein Markttiming, viele bezeichnen das oftmals irgendwas Markttiming, sondern es ist ein Investieren nach Konditionen. Also ich schaue mir an, was sind da eigentlich die aktuellen Konditionen, die vorherrschen, und dementsprechend positioniere ich mich. Und das heißt, auch weil niemand die Zukunft weiß, ne? Also ich weiß sie nicht, du weißt sie nicht, niemand weiß sie. Und dementsprechend können wir uns halt nur, ja, gegeben unserer persönlichen Situation aufstellen und dann halt gegebenenfalls gegenüber den Rahmenbedingungen, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Und ich nehme an, dass also das ist der Kern deines Businesses, ist die Beratung. Genau, ich helfe Privatmann. Mittlerweile, in den letzten Monaten sind immer mehr Personen oder Institutionen auf mich zugekommen. Ich mache jetzt auch ein bisschen institutionelles Investorenbriefing für also institutionelle, also Hedgefonds, größere Pensionsfonds, wo ich mit einem Projekt mit verschiedenen anderen Analysten, die früher bei der Bank of America gearbeitet haben, jetzt mit was herausgebe, nicht herausgebe, mit was schreibe, zu dem Thema. Aber der Kern meines Business ist tatsächlich, Privatpersonen zu unterstützen, bei der Geldanlage, die persönlich für sich zu optimieren. Und deine Kunden sitzen vor allem in Deutschland, oder? Das ist es weltweit. So, das bin ich nicht festgelegt darauf, auf irgendeinen Standort. Ich habe zunehmend, es gibt ja sehr viele Deutsche, die mittlerweile auch ausgewandert sind. Ich kommuniziere auf Deutsch momentan sehr viel, dementsprechend kommt sehr viel deutschsprachig zu mir, aber das ist jetzt nicht auf einen Standort festgelegt. Es spielt aus in der Beratung quasi, wenn es um Geldanlage geht, spielt da Bitcoin für dich eine Rolle oder für deine Kunden? Ja, gegebenenfalls gegenüber, wenn das zu ihrer Risikoposition passt, kann das eine Rolle spielen, ja. Aber merkst du da wachsende Nachfrage oder kommen dann die Kunden zu dir und sagen, soll ich das kaufen oder ist es eher so, dass du sagst, ich würde jetzt das und das und das machen? Na, was ich halt nicht mache, also bei Bitcoin, da bin ich ganz ehrlich, fällt es mir sehr schwer, dann eine taktische Allokation zu sehen, weil ich halt einen langfristigen, aufgrund des Mehrwertes, den Bitcoin schaffen kann, der Adaption, dann langfristiges Wachstum erwarte. Und es fällt mir sehr schwer, dazu zu beurteilen, ja, wann genau der Zeitpunkt ist, wo das jetzt ge genau passiert. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Dementsprechend suche ich dann eher nach, sag mal, Rahmenbedingungen, persönlichen Rahmenbedingungen, die es erlauben, eine gewisse Allokation in Bitcoin zu haben. Also zum Beispiel, wenn man es sich leisten kann, langfristig einen kleinen Prozentsatz seines Gesamtvermögens einfach dort zu parken und Genau. einfach abzuwarten. Wenn die persönliche Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit es erlauben. Also die Risikotoleranz ist ja das Emotionale, wie man sich da bei fühlt. Wenn jemand einfach nicht damit klarkommt, dass der Preis sehr stark schwanken kann von etwas, oder das Portfolio insgesamt schwanken kann, einfach das einfach nicht ertragen kann, dann wird wahrscheinlich für eine hohe Bitcoin-Allokation für ihn wahrscheinlich auch schwieriger sein.
Wenn jemand, genau dasselbe, wenn jemand sagt, hey, ich brauche das ganze Geld in 1, 2 Jahren, also das heißt, oder die persönliche Situation ist einfach nicht erlaubt aufgrund der Ziele, dann wird die Bitcoin-Allokation wahrscheinlich niedriger sein. Einfach aufgrund der historischen Volatilität. Wir wissen tatsächlich nicht, ob die Volatilität in Bitcoin sich sehr stark verändern wird. In den letzten Monaten war sie ja deutlich niedriger als jetzt in anderen Zeiten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber wir können ja nur davon ausgehen, von dem, was wir bisher wissen. Und Natürlich. die historische Volatilität ist bei Bitcoin natürlich enorm. Und dementsprechend hängt es natürlich davon ab, was die. Also ich schaue auf Geldanlage immer mit drei Grundprinzipien: Rendite, Volatilität und Korrelation zueinander. Das sind eigentlich die wesentlichen Faktoren. Und dass du uns deine ehrliche Meinung gibst, ist ja auch das, was ich möchte. Also, es gibt ja, wir nehmen uns hier kein Blatt vor den Mund, das ist genau das, warum ich dich auch angefragt habe. Ja, Diego, dann würde ich dich bitten, uns nochmal genau zu buchstabieren, wo man dich findet, unter welchen Webadressen und Twitter-Handle und so weiter, um ein bisschen Werbung zu machen für dein Business. Weil es kann ja auch sein, dass eines Tages ein Bitcoiner bei dir anklopft und sagt: Schau mal, ich habe 100% meines Networths in Bitcoin und werde langsam nervös. Dann Ja, kannst du sicher auch helfen. Ja? natürlich. Fundamental analysiert, also fundamentalanalysiert.com. So heißt, also fundamental analysiert heißt auch der Podcast. Darunter findet jeder meine Homepage. Bei Twitter findet ihr mich unter Diego Fasnacht. Ganz einfach, Diego Fasnacht, bei Twitter ohne SZ und mit Doppel-S. Genau, ja, ansonsten Podcast, YouTube findet ihr mich auch, aber wenn ihr einfach nur Diego Fasnacht googelt, sollte es auch schon ausreichend sein. Wunderbar. Und ich werde natürlich die Links alle in die Shownotes und in die YouTube-Description packen. Diego, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich melde mich spätestens wieder, sobald die Zinsen sich drehen und die Lage sich verändert hat oder sich sonst etwas getan hat. Also ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, mal mit einer etwas tiefergehenden Analyse der Makrosituation. Ja, Nico, war super cool, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch immer, mit Bitcoinern zu sprechen. Jetzt habe ich jetzt das dritte Interview mit Bitcoinern in den letzten paar Monaten. Es ist immer sehr niveauvoll aus meiner Sicht, die Diskussion, insbesondere was wirtschaftliche Themen angeht. War wieder super cool. Von daher dir weiterhin viel Erfolg und bis bald. Danke dir, bis bald, alles Gute.